be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier auf Epic Wars. Ja Leute, Darth Maul Skin, Crimson Dawn, es soll nicht stimmen. Also, der Skin wurde schon damals, eigentlich hat man spekuliert, dass ein neuer Darth Maul Skin rauskommt im Juni, aber der kam nie raus. Und jetzt zur Veröffentlichung der Blu-ray des Films Solo Story sollte, ja, das rauskommen anscheinend, angeblich, aber das stimmt nicht. Aber es sah wirklich so danach aus, weil die haben schon, also der Typ, der es gesagt hat oder der es gefunden hat, die Datei oder selber gemacht hat, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke nicht, dass das einfach selber gemacht hat, weil der Typ hat auch damals gesagt, der Leer-Bausch-Skin kommt. Und was kam? Der Leer-Bausch-Skin kam. Deswegen finde ich eigentlich nicht so, ja, ich sag mal so einfach so frei erfunden von ihm, denke ich nicht. Aber wie dem auch sei, Leute, Fakten hier. Der Entwickler hat sich gemeldet, hat gesagt, nö, der kommt nicht. Und deswegen sind eigentlich die News hinfällig. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Video? Ich habe ja dieses Video gemacht. Eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich sag's ja euch. Aber wenn ihr wollt, kann ich das Video auch noch löschen, das, was ich vorgestern gemacht habe. Ich wollte dieses Video, was ich jetzt hier mache, eigentlich gestern machen. Aber ich war vorgestern noch feiern mit meinen Kumpels und kam gestern sehr spät nach Hause. Da wäre das Video irgendwann nachts erschienen und ich hätte euch geweckt. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön, deswegen, ja, mache ich das hier. Das tut mir natürlich leid und meine YouTube-Kollegen dachten das auch, aber ja, man muss ja auch ein bisschen darüber reden und sich freuen und es sah wirklich danach aus, aber ja, es ist schade, dass es nicht kommt. Erstmal, Leute, kann ja sein, dass es später zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Sagt niemals nie. Vor allem wurden auch Sachen damals geleakt und die kamen dann später. Deswegen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es ja immer. Und deswegen, ich bin schon eigentlich zuversichtlich, dass wir Skins für viele, viele Helden bekommen. Und deswegen ist es ja nicht so schlimm. Aber die Frage ist, Leute, soll ich das Video löschen oder nicht? Fühlt ihr euch irgendwie angegriffen durch das Video? Oder sagt ihr, nee, Epic brauchst du nicht zu löschen? Du hast ja dieses Video gemacht, das überdeckt das alte Video. Deswegen seid ihr hier eigentlich auf dem Laufenden, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, so ist es halt. Ja Leute, ich bin auf jeden Fall raus, wir sehen uns später, wahrscheinlich mache ich noch ein Video, weil das Video hier sehr kurz ist, aber für die Leute, die kürzere Videos mögen, hier für euch Leute nochmal. Also, ich bin auf jeden Fall raus, macht's gut, haut rein, kommentiert, bewerten, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Soll ich aktivieren? Wir haben jetzt nur noch 41, nochmal. Ah, da kommt einer von links. Oh, er checkt's nicht. Oh. Oh nice, wir haben beide an. Oh, hast du ihn mal verlassen? Komm. Jawohl. Alter, was ist hier gerade los? Nehmt euch in Acht. Epic, warum machst du mal nicht so, dass du ein paar, also, was? Vierundzwanzig.